Hallo zusammen. Ich begrüße euch diesmal zu der zweiten Episode zum neuen Format Kentin/Lisanna. Und heute geht es ja darum, die AGs zu erkunden. Und außerdem haben Nathaniel und Kastiel scheinbar eine kleine Meinungsverschiedenheit zu klären. Eine interessante Episode wird das. Gut, ich will nicht lange drum herum reden und ja. Starten wir doch die Episode. Hey, guck mal, wer da ist. Die Mädchen schon wieder. Na sowas, Neue. Guck mal, was wir in unseren Spinden gefunden haben. Sie geben mir einen Zettel, die Kopie eines Fotos, auf die jemand einen Schnurrbart und was weiß ich noch drauf gekritzelt hat. Aber das bin ja ich. Das ist das Foto, das ich für meine Mappe machen musste. Du scheinst nicht sehr fotogen zu sein. Willst du noch mehr? Bedien dich. Hier sind noch ganz viele. Sie haben mir ein Bündel Kopien ins Gesicht geworfen. Jetzt liegen sie überall verstreut. Wart ihr das etwa? Ach übrigens, jetzt wo du angemeldet bist, hör gefälligst auf, um Nathaniel rumzuschleichen. Sie haben mir ein viel finsteren Blick zugeworfen und ist mit ihren Freundinnen verschwunden. Pff, was habe ich denn denen getan? Ich bin mir sicher, dass die dahinter stecken. Und was hat sie bloß mit Nathaniel gemeint? Ach, schon wieder verschlechtert. Ach, hey. Gut. Hallo. Hey, Sierra Amelia, hübsches Foto. Dann hast du das auch gesehen? Sicher, wie die halbe Schule. Das findest du wohl witzig, wie? Du hast nicht zufällig was damit zu tun? Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist ja nicht dein Gesicht, das jetzt voll gekritzelt an der Ecke hängt. Ja, mach dich nur lustig, kümmert mich eh nicht. Ja, mach dich lustig, kümmert mich eh nicht, was du denkst. Du hast dich doch beschwert. Wenn du wirklich so hart bist. Hilf mir doch. Warum sollte ich? Außerdem weiß ich nicht mal, wer dahinter steckt. Diese drei blöden Mädchen oder verstehe, dann vergiss es oder bitte hilf mir. Nein, wir kriechen jetzt nicht vor Kastels Füßen. Diese drei blöden Mädchen. Hier gibt es viele blöde Mädchen. Naja, die sind immerhin zu dritt. Eine Brünette, eine Asiatin und eine Blonde. Emma, glaube ich. Ich bin kaum hier angekommen und schon werde ich ständig von denen provoziert. Haha, du meinst Nathaniels Schwester und ihre Freundin. Im Rumzicken sind die echt ganz groß. Hilfst du mir also? Oder B. Allerdings, ich habe denen nicht mal was getan. Ich werde schon eines Tages einen Weg finden, mich zu rächen. Haha, ich räche mich. Allerdings, ich habe denen nicht mal was getan. Tja, so ist das halt. Er zuckt die Schultern. Okay, interessiert ihn offenbar nicht im geringsten. Ja, ja, wartet. Ich gehe jetzt mal zu Nathan. Der ist immer noch nicht da. Klassenzimmer ist auch niemand. Draußen auf dem Hut auch nicht. Mann! Hallo, was gibt's Neues? Alles klar bei dir? Heulen oder sag mal, du weißt nicht zufällig, wo man das Foto aus meiner Mappe vollgekritzt und in jeder Ecke hängt? Oder mich hat hier echt eine Bande kleiner Kinder auf dem Kieker? Ja. Ja, eigentlich sind die einen und sie wirklich kleine Kinder. Beruhig dich, wenn du Probleme mit jemandem hast, ist das kein Grund, sich genauso zu verhalten. Aber guck doch die Kopien hier. Die haben die überall verteilt. Total peinlich. Hör zu, tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, wie diese Leute an dein Foto kommen konnten. Du taugst wirklich nichts als Schülersprecher. Echt unmöglich. Warst du das etwa? Kannst du nicht etwas unternehmen? Mach, dass diese Verantwortlichen nachsitzen müssen.
Nee, also Schülersprecher will ich ihn nicht beleidigen. Oder ihn beschuldigen, dass das nicht war. Kannst du nicht was unternehmen? Schließlich bist du ja der Schülersprecher. Nun ja, ich habe nicht das Recht, die Schüler zu bestrafen. Das ist die Sache der Verwaltung und der Lehrer. Daher kann ich das ni kann ich nichts dagegen. Hey, daher kann ich nichts gegen diese Leute unternehmen. Aber ich sehe ein, dass man irgendwie auch denken könnte, das sei meine Schuld. Ich sammle die Fotos für dich ein. In Ordnung? Okay, danke. Ich bin mir sicher, das waren diese drei Zicken. Welche Zicken? Die sind immer zusammen. Und die blonde Emma hat auch von dir gesprochen. Sie sind jedenfalls alle drei Idiotinnen. Das sind. Die sind immer zusammen. Und die blonde Emma hat auch von dir gesprochen. Die ist auf jeden Fall die schlimmste von den dreien. Ich glaube, die. Du gefällst dir, aber die scheint eine richtige Zicke zu sein, also sei gewarnt. Oder diese drei Mädchen, vor allem diese Emma, die ist wirklich ein, was auch immer. Also das will er sicher mal nicht hören. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Ja, du gefällst dir. Oh Gott, wenn die das zu hören bekommt. Okay, das will ich mal ausprobieren. Oh Gott, das wird voll. Ja, Kastiel hat ja uns gesagt, dass das seine Schwester ist, also von dem her. Ja. Genau. Du weißt schon, du redest gerade von meiner dass du gerade von meiner Schwester sprichst. Und du solltest doch wissen, dass man andere nicht einfach so beschuldigt. Ja, aber es war gleich wohl witzig, seine Reaktion. Tut mir leid, Nathanael, aber musste sein. Hallo, Sierra Amelia. Ken, du hast nicht diese drei Mädchen gesehen, die immer zusammen sind? Ja, die haben mir ja vorhin mein Geld weggenommen. Wie, die haben dir dein Geld weggenommen? Ja, die haben mich auf den Boden geschubst, mir mein Geld weggenommen und gesagt, dass sie heute Mittag lieber im Restaurant essen wollen als in der Kantine. Und hast du noch ein bisschen Geld für mich übrig? Ey! Frag mal nicht. Das kannst du dir doch nicht so gefallen lassen. Du bist doch ein Kerl, oder nicht? Haben die die viel weggenommen? Ich gebe dir das Geld wieder, wenn du willst. Ja, du bist doch ein Kerl, komm schon. Ach je. Aber die haben mich auf den Boden geschubst und die waren zu dritt. Da konnte ich nichts machen. Haben Sie dir auch etwas getan? Oh je, jetzt habe ich ihn zum Weinen gebracht. Haben Sie dir eine Kopie gegeben? Ja, die haben mich über mich lustig gemacht. Nein, nein, nichts. Ja, sie haben sich über mich lustig gemacht. Das haben Sie. Was haben Sie dir denn getan? Wenn ich nicht solche Angst vor Ihnen hätte, würde ich dich verteidigen. Ach, vergiss es. Bringt doch nichts, dir das zu erzählen. Du kannst ja eh. Er kann sich ja nicht mal selbst verteidigen. Oder nicht so wichtig. Pass auf dich auf. Ja, pass auf dich auf, ist wahrscheinlich die einfachste Lösung zu sagen. Ja, du auch. Ja, und schon wieder ist er rot. Fräulein Sierra Amelia, Moment, es wäre schön, wenn du dich ein bisschen an die Schulaktivitäten beteiligen könntest. Ich habe mir überlegt, dass du am besten in einer der AGs mithilfst. Zurzeit können die Basketball-AG und die Garten-AG etwas Verstärkung gebrauchen. Du hast die freie Wahl. Wo würdest du dich lieber nützlich machen? Ich glaube, ich erinnere mich noch an die Situation. Das Kentin damals gesagt hat, ja, geh in die Garten-AG. Okay, müssen wir da jetzt auch hin. Letztes Mal war ich in die Basketball-AG, glaube ich, ja. Perfekt, dann geh doch mal vorbei und schau, wie du helfen kannst. Aber ich weiß doch gar nicht, wo die ist. Dann frag doch einfach deine Mitschüler. Ich bin sicher, die finden jemand, der es dir zeigen kann. Okay. Hey, Sierra Amelia, was machst du gerade? Ich suche die Garten-AG. Ah, wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Ich gehe
Da auch mal hin, auch manchmal hin. Bist du denn in der AG? Ach so, nein, ich bin in der Musik-AG. Aber ich finde Gartenarbeit hin und wieder sehr spannend. Deshalb helfe ich da manchmal ein bisschen mit. Es gibt eine Musik-AG? Das hätte ich auch lieber gemacht. Tut mir leid, aber ich glaube, die ist schon voll. Komm, ich zeig dir die Garten-AG. Die ist vom Schulhof außen rechts. Ausgesehen rechts. Iris folgt. Da wählen wir. Und links von dir auf der anderen Seite des Schulhofs ist die Turnhalle mit der Basketball-AG. Entschuldige mich, ich muss jetzt schnell zur Musik-AG. Bis später. Danke, bis später. Sierra Amelia, ich wollte dich gerade suchen, aber du hast die Garten-AG ja schon von ganz alleine gefunden. Ziemlich cool hier, oder? Ah, du bist auch hier? Dann gucken wir mal, was es zu tun gibt, oder? Läufst du mir etwa schon wieder hinterher? Oder seufzt? Ich glaube, wenn ich seufzen würde, Kenton würde das nicht mal merken, was das bedeutet. Aber ja. Ja, gucken wir mal, was es zu tun gibt. Ja, klar, aber ich weiß auch nicht. Wir machen am besten beide unser eigenes Ding. Ich finde, du solltest im Wald nach Blumen suchen. Solltest im Wald suchen. Im Wald nach Blumen suchen gehen. Oder wir schauen uns ein bisschen um. Okay, vielleicht finden wir ja was. Ja, wir schauen uns um. Okay, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde mal gucken, ob ich jemand finde, der uns das sagen kann. Aufgehen. Ken ist gegangen und ich wollte gerade das gleiche tun, als zwei Pflanzen mit einem Zettel. Als ich zwei Pflanzen mit einem Zettel sehe. Bitte die Pflanzen im Klassenzimmer und Schülervertretung bringen. Es handelt sich um einen Mimosenstrauch und einen kleinen Feigenbaum im Topf. Na gut. Ich schätze, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Eingesammelt Mimosenstrauß und Feigenbaum im Topf. Hier die Feigenbaum aufstellen oder hier den Mimosenstrauch. Den Feigenbaum. Das macht sich gut. Hey, was machst du denn da? Ist der böse? Ich soll hier und im Klassenzimmer Pflanzen aufstellen. Das ist für die Garten-AG. Und was hast du hier für eine hingestellt? Die Feige da. Ich dachte, es würde sich gut machen. Gibt's ein Problem? Puh, ich hatte schon Angst, es wäre eine Pfl eine Pol Pol Pollen. Ja, Pollen. Pollenpflanze oder sowas in der Art. Ich bin furchtbar allergisch da. Da hätte ich direkt angefangen zu niesen. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht. Nein, mach dir keine Gedanken. Mit so einer grünen Pflanze habe ich kein Problem. Die heitert den Raum sogar ein bisschen auf. Okay, umso besser. Gut, jetzt noch die andere. Gut. Hier den Mimosenstrauß aufstellen. Ich finde, es macht sich gut. Was machst du? Ich soll hier und in der Schülervertretung Pflanzen aufstellen. Oh, wie toll! Ich habe die Pflanzen im Hof gegossen. Brauchst du Hilfe oder mir? Was machst du? Oder okay, nun, ich bin noch nicht fertig. Dann gehe ich mal wieder. Ja, wir fragen jetzt nach Hilfe, ob er Hilfe braucht. Ich bin schon fertig, aber danke. Ich gucke trotzdem noch mal, ob ich auch nichts vergessen habe. Okay. Jetzt habe ich beide Pflanzen aufgestellt und bin fertig. Ja, macht sich gut an. Ah, du kommst genau richtig. Ich war schon auf dem Weg zum Schulhof. Könntest du mir einen Gefallen tun? Nein, glaube ich nicht. Oder ja, klar doch. Was für einen Gefallen denn? Ja, was für einen Gefallen denn? Will ich wissen. Oh, naja, Castiel soll eine Entschuldigung unterschreiben. Und ehrlich gesagt, je weniger ich ihn sehe, desto besser. Würdest du Castiel darum bitten und mir den Zettel dann zurückbringen, bitte? Ist es nicht eigentlich deine Aufgabe? Aber gut, wenn ich dem Schülersprechen helfen soll. Okay, kein Problem. Castiel, der ist etwas schwierig. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ja, okay, kein Problem.
Gut, dann verlasse ich mich auf dich. Vielen Dank. Warte mal, aber wieso soll er die Entschuldigung denn selbst unterschreiben? Müssen das nicht eigentlich die Eltern? Eigentlich schon, aber Castiel ist schon mündig, weil seine Eltern extrem viel für ihre Arbeit reisen müssen und sich im Alltag alleine, wer sich im Alltag alleine zurechtfinden muss. Sogar mit allem, was die Schule angeht. Oh, verstehe. Das wusste ich nicht. Unterschreib das hier bitte. Du hast also schon wieder Schule geschwänzt. Ich habe hier einen Zettel, den du unterschreiben sollst. Ich habe hier eine Entschuldigung, die du bitte für Nathaniel unterschreiben sollst. Also ich kenne ihn schon gut genug, dass er Nathaniel nicht ausstehen kann. Also das nicht. Oder so, ja, hast du die Schule geschwänzt? Ja, sowas braucht er nicht. Ja, ich sag jetzt mal. Unterschreib das hier bitte. Deine Entschuldigung? Nicht schon wieder. Die kannst du Nate zurückbringen. Ich werde nichts unterschreiben. Okay, das kann ja heiter werden. Ken, was machst du gerade? Was ma machst du gerade was? Nichts Besonderes. Brauchst du Hilfe? Vielleicht, woher weißt du das? Oder nein, zumindest nicht deine. Oder ja, würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du mir einen Gefallen tun? Klar, alles, was du willst. Ich soll Kastin dazu bringen, eine Entschuldigung zu unterschreiben. Das ist dieser Typ, der immer auf dem Schulhof rumbringt. Kannst du das machen? Aber klar kann ich das. Danke, Ken, du bist super. Die gerne die Entschuldigung geben. Also das wird eine Riesenärgernis geben, wenn jetzt, ja, es wird ein Riesenärger geben, wenn jetzt, wenn ich den jetzt Ken einfach so aushändigen würde. Aber ja, ich muss ja das Bild mit ihm bekommen, also habe ich keine andere Wahl. Tut mir leid, Nathaniel. Ich erledige es sofort. Warte hier auf mich. Okay. Ich warte schon seit einigen Minuten auf Ken. Tut mir leid, er wollte nicht unterschreiben und er hat sogar den Zettel zerrissen. Ich wollte dir doch nur helfen. Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse. Ups, oh nein. Mach nichts, ich hätte mich wohl selbst drum kümmern sollen. Schließlich hat man mich ja darum gebeten. Ja, wie erwartet. Wie kam ich bloß dazu, Ken zu fragen? Ah je, ich wusste, dass es so kommt. Hey du, das nächste Mal, wenn du was von mir willst, kommst du gefälligst selbst, statt diesen Versager zu schicken. Ist das klar? Oh, okay. Dieser schien ganz schön sauer zu sein. Ja, Nathaniel ebenfalls. Hör mal, das nächste Mal, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, erledigst du das selbst, statt den erstbesten Dummen zu schicken, der bereit ist, dir zu helfen. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich dich so schnell nicht wieder um etwas bitten werde. Entschuldige. Und ich habe es sogar geschafft, Nathaniel wütend zu machen. Oh Gott, ich hab's gewusst. Puh, endlich kann ich nach Hause gehen. Sierra Amelia, gehen wir zusammen nach Hause? Du kannst auch meine Kekse probieren, wenn du willst. Ja, wenn du willst. Und wieder ein neues Outfit. Wir sind einen Teil des Weges gemeinsam gegangen und haben Kekse gegessen. Schlussbild von Episode 2 anzeigen. Wieder das Keksmonster. Ach, herrje. Ich glaube, er isst immer die gleichen. Er muss wirklich süchtig nach den Schokokeksen sein. Ende von Episode 2. Okay, ja, das war mal eine dramatische Episode, wo ich mal durchgespielt habe. Eigentlich, also wenn ich. Ich hätte jetzt nicht so gehandelt, also. Ich hätte jetzt eher, ja. Wie beim letzten Mal, also bei der zweiten Episode, die ich mit der anderen Version durchgespielt habe, hätte ich schon das selber geregelt, weil Nathaniel hat mich ja drum gebeten, also von dem her. Ja. Aber ja.
Kenshin kommt ja bald zurück und ich wollte ja einen guten Eindruck bei ihm hinterlassen, wenn er zurückkommt. Und von dem her, ja. Jetzt will ich mal kurz sehen. Also ist sicher bei jedem der beiden Jungs minus. Minus 22 und minus 40. Ach, hey. Und dafür ihn 100. Ach, je. Kriegen wir das wohl wieder gerade? Also ist ja eigentlich auch ein guter Start sozusagen, wenn Lysander kommt. Da kann ich mich bei ihm so richtig schön beliebt machen. Und ja. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch und ja, auch noch Fragen dazu, zu dieser Version, beantworte ich sie gerne. Also von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann auf Wiedersehen. Bye!